Prayer Session. Prayer, Worship, Community. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also meine Lieben, ich habe, bevor ich eben vorhin noch gebetet, und dann habe ich eine Schriftstelle gezogen. Und in dieser Schriftstelle vom Psalm 97, 12 heißt es: Ihr Gerechten, freut euch am Herrn und lobt seinen heiligen Namen. Und wenn wir jetzt einfach uns beim Herrn versammeln, wenn wir uns jetzt bei Jesus versammeln, dann meint Jesus jetzt uns. Dann meint Jesus jeden Einzelnen von euch. Ihr seid jetzt hier diese Gerechten. Ihr seid diejenigen, die eben eintreten in diesen Lobpreis seines heiligen Namens. Und wenn wir in die Anbetung nachher eintreten, wenn Jesus in unsere Mitte hineintritt, so tritt Jesus nicht nur äußerlich in diese Mitte hinein, sondern Jesus tritt in die Mitte jedem Einzelnen von eurer Herzen hinein. Und er sagt zu euch, du bist der Gerechte. Er nennt jeden Einzelnen, er ruft jeden Einzelnen von euch ganz und gar persönlich beim Namen. Und ich denke, das ist eben das, was wir so sehr brauchen. Ich muss wissen, Jesus liebt mich. Jesus, und das sehen wir eben auch hier auf diesem Bild vom barmherzigen Jesus. Auf diesem barmherzigen Jesus sehen wir den verklärten Herrn. Es ist der barmherzige Jesus. Zum einen ist es der Jesus, der die Wundmale trägt, aber es ist auch derjenige, dessen Wunden einfach strahlen, sie leuchten. Und das ist eben der verklärte Herr, das ist das, was wir dann in der Eucharistie nachher sehen. Und was tut Jesus? Jesus, zum einen, er kommt vom Himmel, er tritt auf euch zu. Und zwar, und das ist dieses ganz Zentrale, er tritt zu jedem Einzelnen von euch persönlich hinzu und er segnet euch. Und er tut noch mehr. Er segnet euch nicht nur, sondern wenn wir Anbetung halten, wenn wir selber sagen, ja, ich bin bereit, du darfst alles mit mir tun, so tritt er eben in euer Herz, in eure Seele ein. Und das ist dieses Zentrale, das, was wir jetzt einfach tun sollten. Dass wir Jesus bitten, dass wir die Gottesmutter bitten, dass wir den ganzen Himmel bitten, dass er unsere Herzen aufschließt. Ich bin bereit, du darfst eben in meine Herzen, in meine Seele ganz und gar eintreten. Du darfst mich jetzt einfach auch lieben. Und du darfst mir diesen Kuss der Liebe geben. Du darfst mir einfach diese tiefste, innerste, diese größte Freude meines ganzen Lebens schenken. Du darfst mich nachher in die Arme nehmen. Und das ist eben so sehr wichtig, dass ich einfach sage, ich bin bereit, ich sage ja. Schaut, wir denken immer, viele von euch kennen ja diese Stelle aus Nazareth. Jesus, er tritt bei Maria ein und sagt, sei gegrüßt, du Begnadete. Und in der gleichen Situation sind wir auch nachher in dieser stillen Anbetung. Papst Benedikt, der hat einmal gesagt, wenn Jesus heute wieder kommen würde, die Medien würden überhaupt nichts aufzeichnen, weil dieses Geschehen, diese wirkliche Liebe, diese wirkliche Begegnung mit der göttlichen Liebe, das geschieht im Stillen, das geschieht im Schweigen, das geschieht einfach auch in diesem Hören. Zum einen, wir brauchen diesen Lobpreis, weil der Lobpreis eröffnet unser Herz, der schenkt uns einfach die Freude, da werden wir selber offen, da merken wir, das tut unserem Herzen gut. Aber nachher, wenn wir dann vor dem Allerheiligsten sind, so kommt einfach der Engel zu uns und er ruft euch beim Namen. Sei gegrüßt, Markus, Andreas, wir, und dass ihr euch persönlich euch beim Namen rufen lasst. Das ist etwas so ganz und gar Zentrales. Ich darf mich bei meinem Namen rufen lassen, und wenn wir uns beim Namen rufen lassen, dann weiß ich, ich bin vom Herrn geliebt. Ihr kennt diese Stelle von der heiligen Maria von Magdala am Ostermorgen. Die heilige Maria von Magdala, die war völlig traurig. Da sind die Tränen nur geflossen. Sie hat das Größte verloren. Und dann kommt Jesus und er ruft sie beim Namen. Und er schenkt ihr wieder diese Freude. Und das dürft ihr einfach auch jetzt wissen an diesem Abend. Jesus schenkt euch diese wirkliche Freude, diese wirkliche Hoffnung eines neuen Lebens, etwas viel, viel Größeres. Das ist dieses eine, dass wir unser Herz öffnen lassen, dass wir uns diese Freude schenken lassen und in diesen Lobpreis. Er tritt in unser Herz, in unsere Seele ein. Und das Zweite, dass wir einfach auch vom Herrn alles erwarten können. Es gibt eben in dieser Stelle von Nazareth, heißt es, da sagt dann der Engel zu Maria, für Gott ist nichts unmöglich. Und schaut, jeder von euch hat vielleicht seine Sorgen, sei es in der Arbeit, im Studium, im Beruf. Und Jesus sagt nachher aus der Hostie zu euch, zu jedem, schaut, er schaut jeden Einzelnen nachher persönlich an, von der Hostie an, dass wir zuerst mal diesen Blick der Liebe auf uns ruhen lassen, aber nachher dieses Wort sich zusprechen lassen, für Gott ist nichts unmöglich. Schaut,
ihr habt diesen Schritt jetzt heute Abend getan, ihr habt die Schuhe angezogen, vielleicht habt ihr gar nicht so diese große Lust gehabt und ihr seid aber trotzdem gekommen. Und wenn wir dieses Ja sagen, wenn wir einen Schritt zur Liebe hinzutun, dann kann Gott gar nicht anders, dann muss er uns lieben. Das ist eben diese große Sehnsucht Gottes. Er möchte bei uns sein, er möchte uns nahe sein. Er ist nicht irgendwo ein Gott, der irgendwo draußen ist, sondern er ist ein Gott, der bei uns ist, der bei uns nahe ist. Dieses Vor Gott ist nichts unmöglich, dass ihr euch das einmal in dieses Herz hineinlasst. Zuerst diesen Gruß sich schenken lassen, sich beim Namen rufen zu lassen und dann dieses andere, du wirst ein Kind empfangen, du wirst einen Sohn gebären, sagt der Engel zu Maria. Und Maria sagt, ja, wie soll das geschehen? Schaut, jedes Mal, wenn wir in der Heiligen Messe, am Sonntag in der Heiligen Messe sind, und bei dem Kommuniongang, da zeigt der Priester dann die Hostie und sagt, der Leib Christi. Und was sagt ihr dann? Amen. Und das ist genau dieses Fiat, das ist genau dieses Ja, ich will. Ich will, ich habe diese Sehnsucht, dass ich mit dir eins werde. Es ist Hochzeit, es ist Brautschaft, es ist tiefste, innerste Liebe, es ist Vereinigung. Es ist diese größte Freude, was uns Gott schenken kann. Und dass wir das einfach auch heute Abend sagen, ja, ich will. Ich will, dass du bei mir bist. Ich will, dass du mich in den Arm nimmst. Ich will, dass du mir wirklich diesen wirklichen Kuss gibst. Ich will, dass du mir diese Freude schenkst, die nur du mir schenken kannst. Das ist dieses Zweite. Du wirst ein Kind empfangen. Maria, sie wird nachher kommen und Jesus jedem Einzelnen diese Anbetung nachher in euer Herz, in eure Seele hineinlegen. Und dann sagt Maria, ja, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Diese Fragen hat jeder Einzelne von uns. Egal, ob ihr zum ersten Mal hier seid oder zum zweiten Mal oder zum dritten Mal oder seit 3 Jahren oder seit 5 Jahren. Das hört nie auf, weil wir immer in einer anderen Situation sind. Wir sind in einer anderen Situation, als wir vor 1 Jahr waren oder vor 2 Jahren. Wir haben eine ganz andere Frage, eine ganz andere Aufgabe als vor damals. Aber wichtig ist eben, dass wir dem Herrn auch etwas fragen. Der Herr hat eine Botschaft, er möchte persönlich eine Botschaft euch schenken. Es ist wirklich wichtig, dann einfach mal fragen, Herr, was willst du eigentlich von mir? Was ist mein Auftrag? Oder in meiner ganz persönlichen Situation, sei es eine Not in der Familie oder eine Not in der Arbeit, dass ich den Herrn einfach mal frage, ja, und das ist eben auch Anbetung, dass ich ihm einfach diese Frage stelle. Und dann aber, was ist wichtig, wenn ich eine Frage stelle? Ich muss auch die Antwort abwarten. Und ich bin überzeugt, der Herr wird jedem Einzelnen von euch diese Antwort geben, die jeder Einzelne von euch braucht. Da möchte ich euch einfach Mut machen. Bei uns war es einmal so, da war eine man muss schon sagen, eine heiligmäßige Ordensschwester aus Amerika bei Priesterexerzitien. Und sie hat gesagt, die hatte ein großes Charisma. Deren kam immer sofort, wenn man zu ihr gegangen ist. Dann hat sie für die Priester gebetet und dann hat sie 5 Minuten irgendwas einem gesagt. Aber sie hat gesagt, viel wichtiger ist, dass ich persönlich zum Herrn, dass ich persönlich zu Jesus gehe und ihn selber frage, was hast du heute für mich, eine persönliche Botschaft? Es ist wichtig einfach, dass wir diese persönliche Du-Beziehung haben, dass ich persönlich mit dem Herrn spreche, dass ich diese freundschaftliche Beziehung habe. Schaut, das ist eben der Mose im Alten Testament. Der Mose im Alten Testament, er hat einfach zu ihm gesagt, ich möchte Gott schauen, ich möchte dich schauen, ich möchte dich anschauen. Dann sagt Gott, ja, wenn du mich anschaust, dann musst du sterben. Das war im Alten Testament. Aber er hat gesagt, dann versteck dich in dieser Seitenspalte und ich werde an dir vorbeiziehen und du wirst meinen Rücken anschauen können. Und indem Jesus am Kreuz gestorben ist, wenn wir auf die Eucharistie schauen, ist immer beides. Da ist Kreuz, aber auch Auferstehung. Bei uns ist immer beides. Und wenn wir dann eintreten, wenn wir nachher in die Anbetung eintreten, treten wir nicht nur äußerlich ein, sondern wir treten gewissermaßen durch die Hostie hinein, durch seine Seitenwunde zum himmlischen Vater. Wir treten ein zum himmlischen Papa, dass ich weiß eben, und dann dürfen wir sagen, aber lieber Vater, ich habe dich ganz und gar lieb. Und ich weiß, Papst Benedikt sagt einmal, Jesus ist Mensch geworden, um uns den Vater zu schenken. Und Papst Benedikt sagt an einer anderen Stelle, wir können in keine andere Hände fallen, als in die Hände des himmlischen Vaters. Und da möchte ich euch einfach Mut machen, dass ihr euch einfach heute an diesem Abend
diese Freude, diesen Trost schenken lasst, dass ihr hindurchtretet durch die Hostie, dass ihr durch die Hostie hindurchschaut zum himmlischen Vater, dass ihr euch diesen Kuss der Liebe geben lasst, dass ihr aber auch diese Frage stellt dem Herrn, was soll ich tun? Was hast du für mein Leben für einen Plan? Das ist etwas ganz arg Zentrales. Schaut, als ich Priester geworden bin, habe ich gesagt, ich will Priester werden. Und ich war jahrelang in Exerzitienhäusern und dann kommen manchmal Leute und sagen, Herr Pfarrer, ich möchte den Willen Gottes tun. Und dann frage ich ja, aber was wollen Sie? Was ist Ihre Berufung? Das weiß ich nicht. Ich will den Willen Gottes tun. Aber es gibt eine ganz zentrale Stelle im Johannesevangelium. Da ist Johannes der Täufer und er sagt zu Andreas, seht das Lamm Gottes. Und dann geht Andreas Jesus nach und dann dreht sich Jesus zu Andreas und sagt, was willst du, was ist dein Wunsch? Und das ist etwas ganz arg Zentrales auch im geistlichen Leben. Ich darf Jesus meinen innersten Herzenswunsch, ich darf Jesus meine innerste Sehnsucht sagen und er hört euch. Es gibt eine, das war eine Untersuchung in Dänemark, die war schon vor 12 oder 13 Jahren, ich weiß nicht mehr. Und da hat man die Leute zu Jesus sprechen lassen und dann hat man die Hirnströme gemessen. Beim Weihnachtsmann ist überhaupt nichts passiert. Dann hat man sie am Schluss zu Jesus, zu Gott beten lassen und dann hat man bei den Hirnströmen sogar eine Gegenreaktion gemerkt. Wir hören es vielleicht manchmal nicht immer, was Jesus sofort von uns wünscht. Aber ich möchte euch Mut machen, habt jeden Augenblick. Schaut, wenn ihr nachher aus dieser Kirche hinausgeht, Jesus, er bleibt nicht nur hier im Tabernakel, sondern er bleibt in eurem Herzen, er bleibt in eurer Seele. Er geht mit euch mit und dass ihr nicht mehr Angst habt, dass ihr keine Sorgen habt, sondern dass ich weiß, ich bin bewohnt. Ich brauche keine Angst, er nimmt mich an der Hand. Und etwas sehr Schönes, vielleicht das zum Abschluss, heute Morgen, und da habe ich einfach gewusst, es passt. Eben, der Markus hat mich eben dann gefragt, ob ich heute diesen Talk halten kann und er hat mich dreimal fragen müssen, bis ich schließlich Ja gesagt habe. Und heute Morgen bin ich in ein Kloster gefahren und dann hat die Ordensoberin mir eine Tüte mit Rosenkränzen gegeben, genau 45 für, und dann hat sie gesagt, für Jugendliche. Und dann wusste ich in diesem Augenblick, diese Rosenkränze, sie sind für euch. Maria, das hat mir heute Abend eine andere Ordensschwester in Koblenz dann heute Abend noch erzählt. Sie hat gesagt, schaut, habt diese Sehnsucht. Wir sind alle wie, sie hat zu mir gesagt, wir sind alle wie so ein Fass mit einem offenen Boden. Wir haben alle diese unsagbar große Sehnsucht nach Liebe. Aber diese Liebe, sie kann nur Gott stillen. Kleine Theresia von Lisieux sagt, wir tragen alle diese Wunde der Liebe in uns. Aber wichtig ist, dass ich die Liebe nicht irgendwo suche oder auch nicht äußerlich suche oder im Internet bei irgendwelchen blöden Bildern oder sonst irgendwas. Das ist keine Liebe. Sondern dass ich jetzt weiß, dass ich zu Jesus hingehe und mir die wirkliche Liebe schenken lasse. Dass ich weiß, nachher gibt mir diesen Kuss. Dass ich weiß, ich darf so sein. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie umdrehen oder irgendwie verstellen oder was auch immer. Sondern er liebt mich. Er ist bei mir. Und dann hat eben diese Oberin gesagt, der Rosenkranz ist eben dieser Schlüssel, Maria, es ist der Schlüssel zum Herzen. Der Rosenkranz, er hilft uns manchmal, denn gerade auch, ihr könnt euch den Rosenkranz alles erbeten, vor allem, es ist ein betrachtendes Gebet. Im Rosenkranz kann ich das ganze Leben Jesu einfach auch erkennen. Und der Rosenkranz, Maria, sie ist diejenige, die unser Herz aufschließt. So möchte ich euch einfach Mut machen. Habt diese Erwartung, habt diese Sehnsucht heute Abend alles, Jesus vom Herrn zu erwarten, aber vor allem lasst euch in diese Arme des himmlischen Vaters nehmen und tretet durch die Hostie hinzu. Tretet durch die Hostie hinzu und lasst euch erfüllen von dieser zärtlichen Liebe Gottes. Amen.